kommt in einer halben Stunde vorbei. Das ist gut. Tschüss. Ciao. Hi, Max. Deine Musiklehrerin verspätet sich wegen einem Unfall um etwa 5 bis 10 Minuten. Deine Mutter ist bereits informiert, dass das etwas länger dauert. Jetzt, wenn sie in 10 Minuten noch nicht da sein sollte, kommst du bitte zu mir ins Sekretariat ab. Thank you.
Die Jugendmusikschule Toggenburg wurde 1970 von Musikdirektor Reich und Professor Meyer gegründet. Das Toggenburg sollte zum Tal der Musik werden. Helfen. Nein, nein. Du musst jetzt los. Es ist schon knapp. Ich hätte Abkürzung durch den Wald nehmen. Schau mal, es wird ja schon bald dunkel draussen. Und der Weg ist zu gefährlich. Aber er ist 15 Minuten schneller. Nein, lieber nicht, Vreni. Jetzt musst du wirklich gehen. Und pass gut auf dich auf. Hab dir Sorge. Ja. Ciao, Vreni. Hallo?
Nein. Was willst du von mir? Gang weg! Ah, du willst ja eigentlich nur spielen. Wieso hast du mich so verschreckt? Und von wo kommst du überhaupt her? Hey, warte, wieso gehst du weg? Hä? Was bist denn du für eine? Hey, warte auf mich! Lass mich nicht allein! Hilfe! Da bin ich! Ah, da bist du ja wieder. Was machst denn du da? Ach, frag nicht! Ich bin da eingeklemmt! Kannst du mir vielleicht raushelfen? Oh, bist du schwer! Wer bist du und was machst du da? Ich bin Vreni und ich bin auf dem Weg zu der Cellostadt. Oh. Tut etwas weh? Mein Bein, aber geht schon. Komm, ich begleite dich in die Schule. Ich komme gerade. Stöckli, komm! Wie geht's eigentlich deinem Bein? Ja, immer besser. Aber du, Max, ich muss unbedingt in die Cellostunde. Danke vielmals, dass du mir geholfen hast. Ich probiere jetzt mal meiner Mutter mit meinem Handy anzurufen. Handy? Was ist denn Handy? Da ist ein Handy. Ach, erst da hier. Also, tschüss. Ciao. Hä? Hey, wie funktioniert denn da? Ach so. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Moment, herein. Ah, Vreni, hoi. Schön, dass du auch noch hast kommen können. Kannst du dein Cello gerade hier anstellen? Entschuldigung für die Verspätung, es ist noch etwas dazwischen gekommen. Ist kein Problem. Hä? Wie kommt denn der hier an? Max, da kommt glaub dir! Ich komme! Hey. Ah!
Aua! Nicht schon wieder! Aua! Entschuldigung, Max! Kein Ding! Schau, du hast den hier verloren. Da steht dein Name oben. Da ist etwas drin. Das sind Noten. Schau mal, das sind ja zwei Billets für die Bahn. Komm Max, wir müssen los! Oh, mein Cello. Teil finden, dass wir wieder heim können. Ja. Und wo sollen wir denn da bitte das Nächste finden? Ja, weiss nicht. Irgendwie, es hat doch alles mit Musik zu tun. Ich war in der Musikschule, du bist in der Musikschule. Ja, die Musikanten aus der Bahn. Stimmt. Wo sind die hin? Sind doch da im Wald. Komm Max, wir gehen ihnen hinten nach. Finden wir doch eh nicht. Komm, gehen wir wieder zurück. Nein, die Wahl ist nicht so gross. Die finden wir jetzt schon. Hörst du da auch? Stimmt. Da sind sie doch. Schnell, gehen wir. Du hast einen schönen Tag ausgelesen, um zu uns zu kommen. Ja. Ah! Ihr seid schon da, hoi miteinander. Ja. Die Leute freuen sich sehr, bis ihr anfangen zu musiken. Ihr dürft doch hier noch etwas Platz nehmen und dann hole ich euch noch etwas zu trinken. Danke. So, jetzt dürft ihr euch selber bedienen. Zum Danke. Wohl. Einmal, jetzt ist der Handschuh die nicht auftaucht. Ohne die Pferde stimmt, dann ist ja voll blöd. Ich könnte eher nicht Schweizer Ärgeli spielen. Schweizer Ärgeli? Nein, aber Cello? Oh super, dann bist du gerade dabei. Thank you.
sind wir für nichts angekommen. Das war sicher nicht für nichts. Es muss doch einen tieferen Sinn geben. Es passt alles super zusammen. Musikschule, Musikanten. Was habe ich gesagt? Oh nein, jetzt schon wieder. Komm, da müssen wir jetzt durch. Zauberin. Hast du Zauberin gesehen? Sie, sie haben dort vom Bekan gesehen? Nein. Nicht gesehen, sicher nicht. Oh, ja, gut, danke. Was und, Sag mal, glaubst du an Zauberer? Ja, so also, mittlerweile glaube ich eigentlich alles. Ja, stimmt, ich auch. Vreni, wer könnte denn jetzt unsere nächste Aufgabe sein, um zurückzukommen? Keine Ahnung. Wer könnte ich da sein? Vreni, schau mal da. Aber wo könnte ich die sein? Lass mich kurz studieren, Max. Vreni. Warte jetzt kurz. Vreni. Warte jetzt kurz. Vreni, schau doch mal da. Und wo ist ich die? Ah, dort! Warte, ich gehe noch schnell mein Cello holen. Thank you.
Glaubst du wirklich, dass wir da richtig sind? Glaub schon. Oder auch nicht. Nein, nein, Max, wir sind schon richtig. Komm jetzt. Keine Ahnung. Egal, komm in meine Suppe. Egal, gehen wir weiter. Das ist nur eine ganze Sinfonie. Ja, genau. Wieder Obelix in die Ranke gefallen. Obelix? Sag mal, lebst du etwa hinter dem Mond? Kennst du Asterix und Obelix nicht? Mal, ich kenne Asterix und Obelix schon. Viel für mich! Oder soll ich euch etwa in Quark die Fresh verwandeln? Spiel jetzt. Guck mal, der Gegengift. Dort hat so ein grünes Fläschchen. Konzentration! Das Gegengift sein. La 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 la. Oh je, ich bin vorher ausgerutscht, als ich meine Zaubertränke für die Aufführung. Oh oh, die Aufführung. Ich muss los und ihr auch. Danke, ihr seid sehr mutig gsi. Aber jetzt müsst ihr gehen. Wo bin ich? Was ist passiert?
Oh, mein Kopf. Blut? Wo ist das Buch? Hey Max, musst entschuldigen, es hat also viel Verkehr auf der Strasse gehabt. Du, was ist da passiert? Ich habe den Kopf angeschlagen, aber welches Jahr ist jetzt? Welches Jahr? Max, ich bin 12 Minuten zu spät gekommen. Du hast glaube ich ein bisschen fest den Kopf angeschlagen. Bleib schnell da, ich hole schnell das Verbandzeug. Moment. Fürs Erste heben das. Dann können wir loslassen. Echt schauen, dass wir nur von diesem hübschen Typ überkommen. Ich schaue auf Insta, ist gut. Ah! Hallo? Entschuldigung. Jetzt ist gerade so eine in mich eingelaufen. Vreni? Ich bin meine Mutter. Mit Sarah. Aber ich muss jetzt gehen. Tschüss. Ciao, Sarah. Lang ist der Band auf mir gelegen. 50 Jahre eingesperrt in dem Buch. Nur wie du und Vreni so neugierig sind und alle Putzgeteile gefunden haben, habe ich die Chance, um befreit zu werden. Vor einer sehr, sehr langen Zeit ist etwas sehr Dummes passiert. Ich war so gierig nach Musik und wollte die ganze Musikschule unter meinen Band bringen. Also bin ich in die Musikschule eingebrochen und wollte auf dem Dachstock meinen Zauber vollbringen. Doch was dann passiert ist, schaust du am besten ganz selber. Music was my first love, and it'll be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through.
first love, and it'll be my last. So, der Herr Direktor ist auch einer von unserer Gattung. Es verfällt halt auch jeder der Musik. Die mehrere weg, aber du bist der falsch. Music of the future and music of the past. Du Narr! Hast du Gefühl, kannst du mich aufhalten? Die Musikschule wird nur für mich ganz allein singen. Und du kannst mich ganz sicher nicht aufhalten. And music of the past. And music of the Eine Chance hast du noch. In etwa 50 Jahren wird ein mutiger Bub das Buch finden. Wenn er es schafft, das Rätsel zu lösen, das Lied von der Musikschule findet und das zusammen mit Freunden spielt, dann wirst du von dem Mann befreit. Nein! Und niemand wird sich je an dich erinnern. So ist es also gekommen, dass ich fast 50 Jahre in dem Buch eingesperrt war. Jeden einzelnen Tag habe ich meine Tat bereut. Aber wenn du mit deinen Freunden jetzt noch ein Jubiläumslied spielen könntest, wäre ich für immer erlöst. Würde ihr das für mich machen?
Vreni! Max? Ihr wisst, dass wir uns noch mal... Vreni, du bist so... Du bist so... So... alt geworden. Ja, schau mal dich an. Du bist auch alt geworden. Deine Haare sind gewachsen. Hey, schau das Buch. Schauen wir es doch mal an. Was ist denn das für ein Buch? ...1973. Max reist in die Vergangenheit. Max? Max, da bist ja du. Schau, das sind ja wir. Stimmt. Und da bist auch du. Ich glaube, das ist unsere Geschichte. Stimmt, da sind wir doch 1989. Da sind wir in der Wurzel. Da waren wir ja gerade vorher. Das sind ja wir im Orchester, wo wir gerade gespielt haben. Das war ja gerade. 2025. Max und Vreni in der Zukunft. Wir schreiben das Jahr 2025. Max und Vreni feiern ein freudiges Wiedersehen. Als ihnen bewusst wird, dass es nicht das Ende ihrer Reise sein sollte, sondern lediglich der Anfang einer noch viel größeren Reise.